Ein Mann wird verurteilt. Wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Zweimal sogar. Seit gut 10 Jahren sitzt Manfred Genditzki hinter Gittern, verurteilt wegen Mordes. Es gibt einen Streit, er schlägt ihr was auf den Kopf, sie fällt zu Boden. Er überlegt sich, wenn das rauskommt, bin ich meinen Job los, entschließt sich deshalb, sie zu ertränken. Mein Mann ist kein Mörder. Als Rechtsanwalt geht ein Mordfall hier in dem Tegernseer Tal natürlich ohnehin nicht spurlos vorbei an einem. Und das Urteil wird dann schon seine Berechtigung haben. Hat der Hausmeister Manfred Genditzki die Rentnerin tatsächlich ermordet? Was besonders daran ist, ist, dass natürlich jemand verurteilt worden ist, gegen den überhaupt nichts sprach. Hier sind Ermittlungsfehler begangen worden. Das ist unglaublich. 13,5 Jahre sitzt Manfred Genditzki hinter Gittern. Unschuldig? Ich bin jeden Abend im Bett gegangen mit den Gedanken, die können doch nicht etwa glauben, dass ich eine Frau wegen einer Tasse Kaffee umbringe. Und so bin ich morgens aufgewacht. Mai 2022, Flughafen München. In dieser Maschine sitzt ein Mann, der einen Mordfall aus dem Jahr 2008 neu aufrollen will. Ich heiße Klaus Püschel. Ich bin Rechtsmediziner aus Hamburg und als Gutachter beauftragt. Dieser Fall beschäftigt mich seit nunmehr insgesamt schon 5 Jahren. Es geht um den Tod einer alten Dame. Bis heute ist der Todesfall der 87-jährigen Rentnerin Lieselotte Kortüm mysteriös. Wurde hier ein Unschuldiger verurteilt? Davon ist die Münchner Rechtsanwältin Regina Rick überzeugt. Ich war schon als Kind immer ein Gerechtigkeitsfanatiker, glaube ich. Und ich wollte auch immer strafverteidigen. Also dieses Jurastudium habe ich vielleicht angefangen, weil ich nichts Besseres wusste oder hatte vielleicht auch anfänglich andere Ideen, was ich damit machen könnte. Aber ich habe dann relativ schnell Lunte gerochen und mir hat das Strafrecht gefallen. Und eigentlich gefällt es mir deswegen, weil es so eine David gegen Goliath-Situation oft hervorruft. Und da steht halt einer, der kann sich gegen diese Staatsmacht nicht wehren. Gemeinsam mit dem Rechtsmediziner Klaus Püschel will sie den Kampf David gegen Goliath aufnehmen und herausfinden, was vor 14 Jahren in der Wohnung der Rentnerin wirklich passiert ist. Der Tegernsee. Hier haben viele Reiche ihren Wohnsitz. In Rottach-Egern bewohnt die 87-jährige Lieselotte Kortüm eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die alte Dame ist alleinstehend und lebt zurückgezogen. Durch mehrere Erkrankungen ist sie auf Hilfe angewiesen. Die Mitarbeiter eines Pflegedienstes kommen täglich vorbei, um nach ihr zu sehen. Auch am Tag ihres Todes. Die Mitarbeiterin des Pflegedienstes, die abends zu Frau Kortüm kommen sollte, der ist aufgefallen, dass in der Wohnungstür der Schlüssel, ein Schlüsselbund von außen steckte. Und diese Pflegedienstmitarbeiterin hat gesagt, also so oft sie da hingegangen ist, war es bisher noch nie so, dass der Schlüssel außen in der Tür steckte, sondern sie musste immer klingeln oder klopfen, weiß ich nicht genau. Und dann hat die Frau Kortüm aufgemacht. Doch an diesem Abend macht niemand die Tür auf. Es ist der 28. Oktober 2008. Die Pflegedienstmitarbeiterin betritt gegen 18.30 Uhr die Wohnung. Frau Kortüm ist nirgends zu finden. Doch im Bad läuft das Wasser.
Als die Pflegerin das Badezimmer betritt, bietet sich der jungen Frau ein grauenvoller Anblick. Ich weiß bloß, dass da die Pflegerin da war, der Junge, die wo sie da nicht so ausgekannt hat, ne? Die hätte eigentlich erste Hilfe machen sollen, aber die Frau war überfordert. Die hat die da drin liegen lassen. Dann ist es halt, bis dann die richtige Schwester da gekommen ist, die wo eigentlich zuständig war dafür. Da war sie auch schon zu spät irgendwie, ne? Einerseits verstehe ich das, dass ein junges Mädchen, die 20 ist, reinkommt, einen Schock bekommt und dann ist aber geschultes Personal. Dann muss ich doch erstmal den Notarzt anrufen und nicht meine Kollegin, dass die erstmal kommt und danach rufe ich erst den Notarzt an. Die Frau hat meines Erachtens zu der damaligen Zeit noch gelebt. Kurz nachdem der Pflegedienst die Leiche entdeckt hat, alarmiert der Notarzt die Einsatzzentrale der Polizei und stellt den Tod von Liselotte Kortüm fest. 20 Minuten später wird die Kripo in Miesbach informiert, dass in Rottach-Egern eine Frau tot in der Badewanne liegt, vollständig bekleidet. Als die Kripo-Beamten um 20.30 Uhr in der Wohnung eintreffen, kommt ihnen die Lage der Leiche merkwürdig vor. Sie soll deshalb am nächsten Tag in der Rechtsmedizin untersucht werden. Mittlerweile sind mehr als 2 Stunden seit ihrem Auffinden vergangen. Rechtsanwältin Regina Rick will nun nachweisen, dass bei der polizeilichen Leichenschau Fehler gemacht wurden. Regina Rick baut auf die Expertise des renommierten Rechtsmediziners Klaus Püschel. Zusammen wollen sie herausfinden, was wirklich geschah. Im Zusammenhang mit solchen Gutachtenaufträgen habe ich eine bestimmte Strategie. Ich lese mir zunächst einmal die wesentlichen Teile der Akten durch, sprich das Urteil und die rechtsmedizinischen Untersuchungsbefunde, die spurenkundlichen Untersuchungsbefunde. Und dann gebe ich den Auftraggebern, das ist ja in der Regel die Verteidigung, eine erste Einschätzung, zu welchen Ergebnissen ich komme. Gemeinsam suchen sie in den Ermittlungsakten nach Widersprüchen und Anknüpfungspunkten, die zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führen könnten. Sie setzen dabei auch auf neue wissenschaftliche Methoden. Ich meine ja ehrlich gesagt, dass wir da in Hamburg tatsächlich auch in Bezug auf bestimmte sachliche Dinge überlegene Forschungsmittel hatten. Also Todeszeit haben wir wirklich früher sehr intensiv beforscht. Läge der Todeszeitpunkt von Frau Kortüm später als damals ermittelt, hätte Genditzki ein Alibi. Es geht um Fakten, Fakten, Fakten und überhaupt nicht um persönliche Glaubensbekenntnisse oder um allgemeine Einschätzungen. Also das nützt überhaupt nichts. Es geht darum, dass ich mit ganz kühlem Sachverstand bis ins Innerste, ohne Ansehen der Person, versuche, objektiv relevante Anknüpfungspunkte zu finden. Dafür gibt es Methoden, auch 13 Jahre später noch. Rick und Püschel versuchen genau zu rekonstruieren, wie die Polizei damals vorgegangen ist. Die Beamten fotografieren zunächst die gesamte Wohnung. Die Pflegedienstmitarbeiterinnen sagen aus, dass der Wohnungstürschlüssel von außen steckte und dass dies ungewöhnlich sei. Unklar ist auch, warum die alte Dame kopfüber und angezogen in der Badewanne liegt. Hier war dann noch die Besonderheit, dass die Kräfte vor Ort entschieden haben, die Situation so zu belassen, wie sie ist, mit Frau Kortüm in der Wanne und sogar noch Wasser drin. Hier wurde tatsächlich schon ein wenig kriminalistisch gedacht, also der Leichnam wurde da drin belassen. Und die weiteren Entscheidungen, wie mit dem Leichnam zu verfahren ist, wurden der Kriminalpolizei dann anheimgestellt. In der Wohnung deutet nichts auf eine Gewalttat hin. Auch einen Raubüberfall schließen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt aus. Eine Geldkassette mit mehreren 100 € steht geöffnet auf dem Tisch. Könnte Geld dennoch ein Mordmotiv gewesen sein? Rottach-Egern am Tegernsee ist nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, es ist auch als Rückzugsort der betuchten Münchner Gesellschaft bekannt. Wer Geld hat, leistet sich hier ein Wochenendhaus oder seinen Altersruhesitz. Frau Kortüm muss schon wohlhabend gewesen sein. Sie hat mir dann so Bilder von früher gezeigt, was sie früher alles gehabt haben. Firma oder was?
und dann den großen Wagen und Chauffeur und. Sie ist halt von einer guten Familie rausgekommen. Die Friseurin Brigitte Glockner kannte Lieselotte Kortüm gut. Frau Kortüm war eine gute Kundin von mir. Sie war 20 Jahre bei mir und sie hat halt schon den Tod von ihrem Mann, hat sie nicht so gut verkraftet. Und dann hat sie auch gesundheitlich sehr abgebaut. Und da haben wir Schwierigkeiten auch manchmal gehabt, dass sie absagen hat müssen, die Termine, weil es immer so Kreislaufstörungen gehabt hat. Und dann ist sie auch gestürzt, da hat sie dann Wunden auf dem Kopf gehabt. An der Schläfe oder über den Augen und im Kopf, Hinterkopf meistens. Da waren die blauen Flecke schon zu sehen. Lieselotte Kortüm hat nur einen kleinen Bekanntenkreis. Jutta Bönecke gehört dazu. Frau Kortüm war eine total nette Person. Es war auch eine Geschäftsfrau. Also ihr Auftreten war schon sehr, sehr bestimmend. Aber wenn man so Leute kennt, die eben halt Geschäfte haben, dann weiß man auch, ja, die haben so ein Auftreten. Aber sie war eben halt, wenn sie was gesagt hat, dann war sie bestimmend, aber das ist auch in Ordnung. Wenn man das weiß, ist es so. Die wohlhabende Witwe kann es sich leisten, Hilfe gegen Bezahlung in Anspruch zu nehmen. Und sie stellt auch sehr hohe Ansprüche an andere. Wird ihr das zum Verhängnis? Auch Manfred Genditzki arbeitet regelmäßig für Lieselotte Kortüm. Mein Bruder war ja Hausmeister in dieser Wohnanlage, da wo die Frau Kortüm auch zu Tode gekommen ist. Sie war Mieterin. Das war eine Wohnanlage, in die Menschen da mehr ins Rentenalter hingezogen sind und waren auch froh, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen konnten. Deswegen haben sie auch einen festen Hausmeister eingesetzt, dass er auch vor Ort dort wohnt. Und somit war er nicht nur für Frau Kortüm zuständig, sondern für die anderen Leute auch. Er hat immer geholfen, immer. Also er hat nicht nur seine Hausmeistertätigkeit gemacht, sondern er hat auch privat geholfen. Ich muss dazu sagen, die Frau Kortüm hatte ja niemanden. Die hatte ja keine Verwandtschaft, die hatte keine Geschwister, die hatte keine Kinder, die hatte gar nichts. Also hat sie sich natürlich besonders an meinen Bruder geklammert. Andererseits hat sie es auch honoriert. Er hat auch für seine Dienste auch was bekommen, was er natürlich auch gebrauchen konnte, etc. Aber von daher war sie schon speziell, dass sie auch mehrmals am Tag angerufen hat und seine Hilfe in Anspruch genommen hat, ob er was einkaufen kann oder sie zum Friseur fahren kann und so weiter. Das hat er eben halt alles für sie gemacht, aber das hätte er auch für jeden anderen getan. Warum musste Lieselotte Kortüm an jenem Oktobertag sterben? Die Akten über den Fundort werfen Fragen auf. Laut Auffindebericht der Kriminalpolizei wird die Leiche erst gegen 21.15 Uhr aus der Badewanne geholt, also rund 3 Stunden, nachdem der Pflegedienst sie gefunden hat. Regina Rick und Klaus Püschel beurteilen die Ermittlungsarbeit so. Ich denke, dass doch da schon am Tatort alles Mögliche unterblieben ist, was man normalerweise macht, wenn man eine Leiche findet. Also ich sage nur, die ist um 18.30 Uhr gefunden worden, die Frau Kortüm. Dann hat die Pflegerin das Wasser abgedreht, was man ja noch irgendwie verstehen kann. Aber als dann die Polizei kam, ist weder die Raumtemperatur noch die Temperatur des Wassers noch die Leichentemperatur gemessen worden. Sondern die Leiche ist ja erst mehrere Stunden später aus dem Wasser gehoben worden, fast 3 Stunden später. Und da fehlen einem ja auch schon Anknüpfungstatsachen, oder nicht? Naja, also in gewisser Hinsicht ist mehr gemacht worden, als man bei einem banalen häuslichen Unfall macht. Also immerhin, später wurde die Wassertemperatur ja gemessen und es wurde auch die Enddarmtemperatur des Leichnams gemessen, verzögert. Ja, und es gibt auch eine relativ sorgfältige Protokollierung von dem, was die Polizei festgestellt hat. Aber zum Beispiel war ein Fehler, dass nicht gleich auch ein Rechtsmediziner gerufen wurde, der eben für die Todeszeiteingrenzung noch weitere Untersuchungsmethoden zur Verfügung hat, die hier gar nicht zum Einsatz gekommen sind.
Die beiden wollen klären, ob der Todeszeitpunkt deutlich später liegt als von der Staatsanwaltschaft angenommen. Das würde Genditzki entlasten. In unserer Ehe, wir haben noch nie gestritten. Gar kein einziges Mal. Wir haben in Diskussionen und immer in Kompromissen gegangen. Immer. Der liest jeden deinen Wunsch von deinen Lippen. Das ist mein Mann. Manfred Genditzki ist in zweiter Ehe mit Maria verheiratet. Sie ist im dritten Monat schwanger, als Lieselotte Kortüm verstirbt. Wann wir nach Hause kamen, es war schon so dunkel und stand die Wagen von dem Pflegedienst da. Und wir haben noch uns bewundert, hey, wieso sie so spät ist. Wenn wir zu uns zur Wohnung gingen, zu unserer Wohnung ging, das ist so ein langer Balkon. Und wenn du den Balkon entlang gehst, du siehst Haus von der Frau Kutum und Wohnung. Und da war Licht noch an. Und das auch was komisch. Um diese Uhrzeit, sie hat eigentlich Licht aus. Kurze Zeit, nachdem das Ehepaar Genditzki die eigene Wohnung erreicht hat, meldet sich die Polizei bei ihnen. Der Hausmeister soll zur Wohnung von Frau Kortüm kommen. Im März 2022 genehmigt die JVA Landsberg ein Tonbandinterview mit Manfred Genditzki. Eine Kamera ist nicht erlaubt. Ich war am Arbeiten. Ich war den Tag, glaube ich, Hecke geschoben. Da hat mir das Krankenhaus angerufen, ob ich die Frau Kortüm abholen würde. Sie möchte nach Hause. Normal soll sie noch nicht, aber sie möchte einfach. Da habe ich mir im Nachhinein manchmal gedacht, nein, was wäre gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Manfred Genditzki ist vor einigen Jahren aus Brandenburg an den Tegernsee gezogen. Ein hilfsbereiter Mann, der in der Wohnanlage Vertrauen genießt. Er kümmert sich um die Rentnerin und erledigt mit seinem Mercedes-Transporter regelmäßig Besorgungen und Fahrten für sie. So holt er sie auch am Mittag des 28. Oktober 2008 aus dem nahegelegenen Krankenhaus Agatha Ried ab. Genditzki hatte die Frau im Krankenhaus abgeholt, hatte sie nach Hause gefahren, war mit ihr aus dem Keller, aus der Tiefgarage, die drei Treppen hoch in ihre Wohnung gegangen, hatte ihr dort Kaffee gekocht, hatte mit ihr die Abrechnung gemacht für die Ausgaben, die er getätigt hat. Sie war 3, 4 oder 5 Tage, glaube ich, im Krankenhaus. Und dann hat er sich verabschiedet, weil er am Nachmittag seine eigene Mutter im Krankenhaus besuchen wollte. Ich heiße Hans Holzheider, ich war 40 Jahre lang Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung in München, die letzten 25 Jahre davon als Gerichtsreporter. Das Besondere am Fall Genditzki ist die einzigartige Art und Weise, wie sich das Gericht über den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten hinweggesetzt hat. Das war etwas, wie ich es in dieser Form in den vielen Jahren, die ich Gerichtsreporter war, nicht erlebt habe. Der weitere Tagesverlauf laut Aussage Genditzkis. Er wollte den Pflegedienst benachrichtigen, dass die Frau Kortüm wieder da ist, damit abends wieder jemand kommt. Und er habe aber die Nummer nicht parat gehabt des Pflegedienstes. Und deswegen habe er den Hausarzt anrufen wollen, um dem zu sagen, Frau Kortüm ist wieder da. Und er habe den Hörer abgehoben und habe aber sofort gehört, da ist nur der Anrufbeantworter dran, weil es gibt so ein Geräusch. Ne? Deswegen habe er gleich wieder aufgelegt. Und dann habe er es 10, 20 Sekunden später nochmal versucht, habe wieder den Hörer aufgenommen, habe wieder gehört, Anrufbeantworter, habe wieder aufgelegt. Und dann habe er sich entschlossen, er wollte jetzt weg. Ich habe dann aus dem Auto die Auskunft angerufen, sich mit dem Pflegedienst verbinden lassen. Und dieses Gespräch wurde ja auch entsprechend registriert. Telefonate, die ihn später belasten sollen.
Anschließend, gegen 15.30 Uhr, kauft er in einem nahegelegenen Supermarkt für die alte Dame ein. Die Fahrzeit beträgt in etwa 4 Minuten. Unter anderem besorgt er Damenbinden und Schokolade. Ein Kassenbon wird später die exakte Uhrzeit belegen. 15.30 Uhr. Nachdem er die Einkäufe erledigt hat, fährt Genditzki mit seiner Familie erneut ins Krankenhaus. Diesmal, um seine eigene Mutter zu besuchen. Gegen 20.30 Uhr kommt die Familie zurück. Ihre Hausmeisterwohnung liegt in der gleichen Straße, in der auch Frau Kortüm wohnt. Um 20.50 Uhr erhält Manfred Genditzki den Anruf von der Polizei. Er möge bitte zur Wohnung von Frau Kortüm kommen. Genditzki ist nach eigenen Angaben verwundert. Vor Ort verhält er sich in den Augen der Ermittler merkwürdig, liefert ungefragt einen Beweis für sein Alibi für den Nachmittag. Der wollte mithelfen bei der Aufklärung oder bei den Fragen, warum, was der Frau Kortüm da passiert ist und so. Da wollte er also irgendwie sein Teil dazu liefern. Und er hat geredet und geredet und die Polizei wurde immer misstrauischer. Oder? Er habe geplappert wie ein Buch, habe gleich den Kassenbeleg vom Edeka oder vom Rewe vorgelegt, dass er dann und dann dort und dort war. Das merkwürdige Verhalten des Hausmeisters wirft bei den Polizisten Fragen auf. Dass er noch am Todestag von Frau Kortüm einen Beweis für sein Alibi vorbringt und wenig später auch noch Schmuck übergibt, den er angeblich von ihr geschenkt bekommen habe, macht ihn verdächtig. Nachdem die Ermittler die Wohnung in Augenschein genommen und Fotos vom Fundort der Leiche angefertigt haben, wird die Wohnung versiegelt. Frau Kortüm wird in derselben Nacht in die Rechtsmedizin München verbracht. Aufgrund der außergewöhnlichen Auffindeposition und Genditzkis auffälligem Verhalten besteht für die Polizei Aufklärungsbedarf. Die Münchner Rechtsmediziner obduzieren die Leiche am nächsten Tag um 14.20 Uhr. Diese Sektion wurde routiniert durchgeführt. Und das ist ein Protokoll, was alle wesentlichen Dinge enthält. Aber in Bezug auf die Einschätzung zum Schluss deutlich macht, dass man dieses als Routinefall angesehen hat und zunächst einmal keine Anhaltspunkte gesehen hat für ein Fremdverschulden. Offenbar gehen die Münchner Rechtsmediziner von einem Unfall in der Badewanne aus. Im Obduktionsbericht heißt es etwas holprig: Insgesamt sind aus rechtsmedizinischer Sicht keine zwingenden Anhaltspunkte für die Mitwirkung fremder Hand in Bezug auf das Hineinkommen ins Wasser vorhanden. Lediglich 2 Einblutungen unter der Kopfhaut werden protokolliert. Ihnen wird aber seitens der Rechtsmediziner keine Bedeutung zugemessen. Deshalb wird die Leiche von Frau Kortüm noch am selben Tag für die Einäscherung freigegeben. Professor Klaus Püschel hat in seinem Leben mehr als 40.000 Tote obduziert. Anhand einer Frauenleiche, die in der Erscheinung Frau Kortüm entspricht, erklärt er den Obduktionsbefund und zeigt, wie die Rechtsmedizin in solchen Fällen vorgeht. Zunächst wird der Oberkörper der Verstorbenen abgetastet. Am Hals muss man ganz genau untersuchen, ob man Hinweise auf Gewalteinwirkung findet im Sinne einer Strangulation. Das ist hier alles nicht der Fall. Und hier habe ich jetzt gerade geprüft, ob der Brustkorb stabil ist oder ob eventuell die Rippen gebrochen sind. Das sind Altershautveränderungen. Da blutet es in Verschiebeschichten der Haut zwischen der atrophischen äußeren Haut und der Unterhaut. Und da breiten sich dann flächenhaft Unterblutungen aus. Und weil die Haut so leicht verschieblich ist, reißt sie auch leicht auf. Das ist bei Frau Kortüm passiert. Jetzt taste ich auch noch den Gesichtsschädel ab, da ist auch alles fest. Und hier im Bereich des Oberkopfes war alles fest, keine auffällige Schwellung und keine Unterblutung festzustellen, soweit man das jetzt von außen beurteilen kann. Das ist dieselbe Situation wie bei Frau Kortüm. Die Ermittler gehen damals davon aus, dass Lieselotte Kortüm über mehrere Stunden in der Badewanne gelegen haben muss.
für Klaus Püschel anhand der protokollierten Leichenflecken nicht nachvollziehbar. Sie würden dafür sprechen, dass sie deutlich kürzer im Wasser lag. Das Besondere bei den Leichenflecken von Frau Kortin war ja vor allen Dingen, dass die vollständig umlagerbar waren. Also die hatte ja zunächst in Bauchlage gelegen, teilweise Bauchlage, sodass sich die Leichenflecke dann mehr vorne ausgebildet haben. Und die haben sich noch vollständig verlagert, sodass sie dann wie bei diesem Leichnam vollständig am Rücken waren. Und das ist schon wichtig, weil man von daher auch sagen muss, diese Situation hat man noch nie festgestellt bei einer Situation über 6 Stunden. Und das ist auch ein starker Hinweis darauf, dass die eben erst deutlich später verstorben ist, als Gendinski schon lange nicht mehr in der Wohnung war. Diese Positionsveränderung der Leichenflecken ist also ein entscheidendes Merkmal, das Rückschlüsse auf den Todeszeitpunkt zulässt. Der kann dennoch bei Lieselotte Kortün von den Rechtsmedizinern damals nicht genau eingegrenzt werden. Im Gutachten heißt es: Weder der Ausbildungsgrad der sicheren Zeichen des Todes noch die Leichen- und Wassertemperaturmessungen erlauben eine Eingrenzung des möglichen Zeitraumes zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr. Für Klaus Püschel ergibt sich aufgrund der protokollierten Leichenerscheinungen ein ganz anderes Bild. Der Todeszeitpunkt sei sehr wohl eingrenzbar. Und zwar auf einen Zeitraum, als Gendinski bereits die Wohnung verlassen hatte. Denn der hatte für den Nachmittag ein sicheres Alibi. Obwohl die Befunde der Münchner Rechtsmediziner noch gar nicht von einem Fremdverschulden ausgehen, gerät Manfred Gendinski mehr und mehr ins Visier der Ermittler. Für die Strafverteidigerin Regina Rick bis heute unverständlich. Den Grund dafür, warum der Herr Gendinski verdächtig geworden ist, den kenne ich eigentlich bis heute nicht. Es mag sein, dass es daran lag, dass ein Polizeibeamter eine Äußerung getätigt hat über eine Beule am Kopf, die es aber nicht gab, und er hat es später auch korrigiert und hat gesagt, das hat er wohl mit einem anderen Fall verwechselt, mit einem anderen Todesfall in dieser Region. Es kann auch sein, dass es Äußerungen dieses Pflegepersonals waren, die wohl gesagt haben, dass es bisher das nicht gab, dass der Schlüssel außen steckte. Ich weiß es nicht, letztlich kann man das aus der Akte nicht genau nachvollziehen. Ich habe aber den Eindruck, dass eine Beamtin der Kripo da besonders dahinter her war, dass der Herr Gendinski strafverfolgt wird. Aber ich kann den Akten nicht entnehmen, warum er eigentlich verdächtigt worden ist. Was hat die Ermittelnden dazu gebracht, sich auf Gendinski einzuschießen? Die Obduktion hatte noch kein Fremdverschulden nahegelegt. Und selbst wenn die Kripo von Mord ausging, warum wurde dann ausschließlich Gendinski als möglicher Täter angesehen? Haben sich die Beamten hier in etwas verrannt? Diese Fragen stellt sich Klaus Püschel. Keiner der Polizeibeamten, die hier tätig geworden sind, wird es einräumen, dass er in irgendeiner Art und Weise voreingenommen gewesen ist oder dass er einseitig Aussagen oder Begleitbefunde bewertet hat. Und es sind diverse Befunde aus dem weiteren Umfeld herangezogen worden, um tatsächlich die Person Gendinski in einem zweifelhaften Licht erscheinen zu lassen. In einer Situation, wo man wirklich sagen musste, die Beweislage hat das nicht hergegeben. Für Klaus Püschels Arbeit sind eindeutige Fakten die Grundlage eines Befundes. Die in dem Fall vorliegenden Ermittlungsergebnisse bringen in seinen Augen keinerlei Beweise für eine Tat, wie sie von der Polizei angenommen wird. Was sagen die zuständigen Polizeibehörden zu den Ermittlungen? Trotz mehrfacher Anfrage wollen sie sich zu dem Fall Gendinski heute nicht mehr äußern. 3 Wochen nachdem Lieselotte Kortüm obduziert worden ist, bekommt der zuständige Münchner Rechtsmediziner erneut einen Auftrag von der Polizei. Er soll sich das Badezimmer noch einmal genau anschauen. Die Leiche von Lieselotte Kortüm ist zu diesem Zeitpunkt bereits eingeäschert. Eine ermittelnde Kriminalbeamtin will wissen, ob die Blutergüsse am Kopf von Frau Kortüm durch einen Sturz in die Badewanne erfolgt sein können oder ob sie ein Hinweis auf Fremdeinwirkung sind. Die weitere Vorgehensweise stößt auf Kritik. Er macht erst die Obduktion und findet dann nichts, was ihm irgendwie auffällig ist und was auf ein Gewaltverbrechen hindeuten könnte. Dann wird er von der Kripo gebeten, nochmal den Tatort zu besichtigen.
was dann damit endet, dass er sich selbst in die Wanne legt, um irgendwie nachzuspielen, wie das denn gewesen sein könnte und so weiter. Und plötzlich weiß er ganz genau, dass da also zwei frische Einblutungen unter der Kopfhaut von der Frau Kortüm sind, frische Einblutungen. Das fällt ihm also 3 Wochen später ein. Und zwar Einblutungen, die auf eine massive Gewalteinwirkung hindeuten. Auf Anfragen will sich der Rechtsmediziner mit dem Verweis auf ein laufendes Verfahren zum Fall nicht äußern. Doch warum soll Manfred Genditzky die alte Dame überhaupt umgebracht haben? Rechtsanwalt Peter Janssen war zu der damaligen Zeit Bürgermeister der Stadt Tegernsee. Die Ermittler haben angenommen, der Herr Genditzky, der ja als Hausmeister dort gearbeitet hat in der Wohnanlage der Frau Kortüm, der dort einfach behilflich war, der hätte sich bereichern wollen. Der hätte irgendetwas aus der Wohnung mitgenommen oder irgendwas erben wollen. Also jedenfalls, er hätte aus Bereicherungsgründen sie umgebracht. Genditzky wird immer wieder von der Polizei befragt. Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass er bereits im Januar 2009 nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter bei der Kripo aussagen soll. Er steht unter Verdacht. Wir wurden alle abgehört, alle, sogar meine ältere Tochter, alle. Dann kam immer so ein Knacken im Telefon. Die müssen uns schon, glaube ich, ab Oktober abgehört haben. Auch Fred Vespermann gerät ins Visier der Polizei. Er ist mit Genditzky seit Jahren gut befreundet. Die Ermittler finden heraus, dass es zwischen Vespermann und Genditzky Geldtransfers gibt. Dann bekam ich Besuch aus München. Ich war beschuldigt der Beihilfe zum Betrug und der Anstiftung zu einem Vergehen. Es stand in diesem Beschluss drin, dass ich Herrn Genditzky aufgefordert hätte, der alten Dame den Schmuck abzunehmen, zu verwahren, und ich würde ihn dann zu Geld machen. So mit meinen Worten jetzt mal. Das war der Aufhänger, wessen ich beschuldigt wurde. Dann hat man unser Haus durchsucht. Es kamen 3 Polizisten aus Bayern und mehrere Polizisten, die zur Unterstützung gekommen sind aus dem Polizeirevier in Neubrandenburg. Und ich muss Ihnen sagen, traumatische Erinnerungen an damals. Vespermann gerät vor allem bei der ermittelnden Beamtin in Verdacht, weil Genditzky ihm kurz vor Lieselotte Kortüms Tod eine größere Summe Geld zurückgezahlt hatte. Und dann habe ich gedacht, wer hat Geld gemacht? Und die hat ja nicht mal hören wollen, wo ich das Geld her habe. Ich habe gesagt, kommen Sie, wir setzen uns hin, ich hole ihn gar nicht. Am 14.01.2009, 78 Tage nach dem Tod, ordnet der Staatsanwalt an, dass die Wohnungen der Familie Genditzky durchsucht werden. Dann haben sie bei meiner Mutter die Hausdurchsuchung gemacht und anschließend sind sie noch mit mir hoch in meine Wohnung. Natürlich nichts gefunden. Und ich habe das alles noch so ein bisschen so locker gesehen, weil ich dann so Verstecke hatte, wo ich dann gesagt habe, na, wollt ihr nicht auch mal hier reinschauen, ob da noch vielleicht Schmuck liegt? Ich habe das wirklich alles noch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil ich mir nie vorstellen könnte, dass mein Bruder da wirklich da richtig beschuldigt wird. Ich habe anscheinend nicht so realisiert, so, dass es so schlimm ist oder wollte nicht verstehen oder nicht ver... Das ist, wenn du sprachlich bist noch auch begrenzt und hast nie mit Polizei zu tun gehabt. Du kennst deinen Mann, wie es ist. Und dann plötzlich ich kenne meinen Mann. Für meinen Mann, ich würde so Hand ins Feuer legen, komplett.
Das kommt nicht zusammen. Manfred Genditzki bekommt von den Hausdurchsuchungen nichts mit. Er wird zur gleichen Zeit auf der Polizeiwache vernommen. Immer wieder fühlt er sich von der einen Beamtin dabei in die Enge getrieben. Mehrfach wird Manfred Genditzki von der Ermittlerin und einem Kollegen gefragt, ob er außer dem Schmuck weitere Geschenke von Liselotte Kortüm erhalten habe. Genditzki verneint die Frage. Doch während des Verhörs betritt ein Beamter mit zwei Pelzmänteln in der Hand den Raum. Diese wurden bei den Hausdurchsuchungen sichergestellt. In einem Aktenvermerk der Kriminalpolizei Miesbach steht, wie der Beschuldigte auf die Beweisstücke reagiert haben soll. Manfred Genditzki ist zunächst erschrocken, als ihm die Mäntel präsentiert werden. Er muss einen Moment überlegen und nachdem er sich etwas gesammelt hat, räumt er ein, dass die Pelzmäntel von Frau Kortüm stammen könnten. Das zeichnet, glaube ich, die Ermittlungen in diesem Fall ganz massiv aus. Man wollte halt einen Täter haben. Man wollte partout einen Täter haben und dann ermittelt man nicht zugunsten Genditzkis, sondern weil er ja angeblich die einzige Bezugsperson war von dieser alten Dame. Er war der Letzte, der bei ihr gewesen ist. Er redet so viel, irgendwie komisch alles. Ja? Also so ist dieser Verdacht zustande gekommen. Am 28. Oktober wird Liselotte Kortüm tot aufgefunden. Die Obduktion gibt keine Hinweise auf eine Gewalttat und die Leiche wird eingeäschert. Drei Wochen später verändert der Rechtsmediziner sein Gutachten. Aus einem Unfall wird Fremdverschulden. Am 26. Februar wird Genditzki verhaftet. Das war ganz komischer Tag sozusagen. Wie viel war da Polizist? Kann ich nicht sagen, aber... Die kamen nachgefragt, wo ist mein Mann ist. Ich habe ihm gesagt, das ist auf Arbeit. Ich habe den Mann angerufen und habe gesagt, dass da die Polizisten sind, haben ein paar Fragen. Die sind aber runter dann gegangen. Mann ist gar nicht hochgekommen nach Hause. Und haben die ihm halt mitgenommen. Dann von Mann wurde sehr lange nicht gehört, und schon Fragen. Und irgendwann hat Manne angerufen, abends, dass er wurde verhaftet. Ja, und seit 26. Februar ist es nicht nach Hause gekommen.